Okay, wenn wir dann alle da sind und Nanook auch endlich mit seinem Vortrag vorbei ist, dann können wir mal das hier runterfahren, das Closing. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, es waren nicht die größten MMCD aller Zeiten. Wir hatten nur knapp über 333 Besucher, inklusive Speaker. Also es war schon viele, aber es war nicht, letztes Jahr hatten wir einen Ticken mehr. Ich glaube 30 Leute. Aber es waren auf jeden Fall die coolsten MMCD aller Zeiten. Danke an das Camp, dass ihr das ganze schöne Wetter verbraucht habt. Nächstes Jahr dann Glühchunk und Glühmate. Oder vielleicht einfach wieder gutes Wetter, wie wir es eigentlich immer gebucht haben. Aber diese ganzen Gadgets waren so teuer, wir konnten nicht auch noch die Wetterkontrolle bezahlen. Deswegen mussten wir leider mit etwas kühler leben. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt und habt euch ein bisschen an der menschlichen Wärme hier gewärmt, die wir hatten. Ja. Die eine oder andere mag es mitbekommen haben. Es ist ja nicht nur das Closing, sondern es ist auch eine Preisverleihung jetzt. Und zwar gab es über das ganze Wochenende diverseste Challenges, wie wir sie genannt haben. Da gab es so Sachen wie mit Nerf-Pfeilen auf Flaschen schießen oder einen Triathlon laufen. Deswegen hat man immer ein Ladegerät an der Wand. So. Genau. Und die meisten Challenges haben unsere großartigen Spieleleitungs-, Engel-, Orga-Mitglieder Tanja und Habrock gemacht und haben das. Genau. Und haben sich da richtig viel Mühe gegeben, sich das alles auszudenken und alles vorzubereiten und irgendwie dieses Zeug zu besorgen, was man dafür braucht und irgendwie anzuschleppen und das ganze Wochenende euch irgendwie dabei zuzugucken, wie ihr dabei versagt, Frisbees zu werfen. Aber weil die das so großartig gemacht haben und weil die auch so viele Challenges haben, dass wir hier ein paar Pokale jetzt zu vergeben haben, gebe ich jetzt mal das Mikro sozusagen an die beiden weiter und dann werden die euch announcen, was ihr gewonnen habt. Ich habe gestern schon erraten. So, okay, bin ich zu hören? Ja. Also, der ist Gewinner der Challenges Guckst du Geek und Surveillance Sports war Schlafwandler mit 19 von 23 der Film- oder Serienausschnitte korrekt erkannt und 5 von 13 der Gebäude. Herzlichen Glückwunsch. Gewinner das Pi Memory mit 53 Nachkommastellen. War, Er hat sich noch beschwert, dass ich nicht binär lesen kann. Also, er hatte tatsächlich zuerst in binär angefangen, aber auf unseren Hinweis hat er dann auf Dezimal gewechselt. Das war Syriax. Nicht da. Nicht da. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich danke meinem Großvater, der ein Algorithmus implementiert hat, damit ich die Videos werden kann. Ich habe die Implementierung
Also das dem Challenge Google Hupf, da gab es bis jetzt keine Einreichung. Da soll ich also sagen, die wird verlängert, da können noch Einreichungen durchgeführt werden. Der Pokal wird dann halt nachgereicht. Dann die Challenge Zielwurf der Frisbee-Scheiben mit 7,6 cm Abweichung hat gewonnen Itzibi. Herzlichen Glückwunsch. Dann die Challenge GKY hat Christian gewonnen. Der hat uns aber gesagt, dass er heute nicht mehr da ist. Also dem geben wir den Pokal dann ein andermal. Er holt ihn bei C3MA. Also er holt ihn bei uns in Mannheim ab. Zehn. Die Challenge It's Nerd or Nothing, das war das Zielschießen gestern, hat Blubfisch mit 195 Punkten gewonnen. Also, er hat sich ja heute Morgen dann nochmal eine Ausscheidung mit dem anderen mit der gleichen Punktzahl geliefert. Ja, den Jump, die Jump Challenge hat Langkru gewonnen mit 79 Umdrehungen des Springseils. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Das Flaschenschießen mit der Nerf heute Morgen hat CAE gewonnen in 22,1 Sekunden. Die Challenge mit der ESA quer durchs All hat ITEA gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und dann haben wir noch einen Sonderpreis, nämlich einen Fleißpreis für die einzige Person, die tatsächlich an allen unseren Challenges teilgenommen hat. Und von der nie kam, das kann ich aber nicht, das versuche ich gar nicht erst, sondern ich versuche es auf jeden Fall. Also und die tatsächlich alles mindestens mal versucht hat, das war Ranelwohr. Herzlichen Glückwunsch. So, und damit sind wir durch. Ja, vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr das organisiert habt und der so viel Leuten Freude gemacht hat. Wir hatten aber noch ein paar mehr Challenges, zum Teil angekündigt, zum Teil unangekündigt, zum Teil mit Teilnehmern, zum Teil ohne Teilnehmer. Ob es da einen Zusammenhang gibt, weiß ich nicht. Und zwar hatten wir, wo fangen wir denn an? Und zwar hatten wir zum Beispiel, falls ihr es gemerkt habt, am Freitag hat Xandy ein Programmierspiel angekündigt und hat erklärt, wie das alles funktioniert und so. Und das haben auch ein paar Leute teilgenommen, aber irgendwie nicht so ganz enthusiastisch. Deswegen haben wir den Siegerpreis für Teilnahme am Programmierspiel geändert in den Siegerpreis für Programmierung des besten Programmierspiels. Den natürlich dann Xandy gewinnt. Wo ist er denn? Ich glaube, er sitzt unten, er kriegt den dann gleich. Dann hatten wir noch was ist denn das hier? Genau, ich weiß nicht, Milan, are you still there?
Und zwar haben wir den Preis für die weiteste Speaker-Anreise. Milan Gábor hat gestern einen Vortrag gehalten. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Ich fand ihn ziemlich cool. Und der ist extra aus der Slowakei eingeflogen und fliegt heute oder ist wieder auf dem Rückweg gerade dahin. Deswegen hat er diesen Preis für weiteste Speaker-Anreise relativ einfach gekriegt. Und ja, thanks for coming here, Milan. If you're watching this from abroad, we send it back to you. Dann haben wir noch einen anderen Preis, und zwar eigentlich sollte das auch eine andere, sollte das auch eine Challenge sein, und zwar hat Kurt. Kurt, bist du eigentlich da? Meine Augen sind nicht mehr so gut. Ach, da hinten hinter der Kamera. Hat Kurt ja, der so viel PDF-Magie macht, so ein PDF ins Internet gestellt, und ihr hättet da eigentlich lösen sollen, was mit diesem PDF es auf sich hat. Dummerweise hat Kurt vergessen, dass er sich halt am besten damit auskennt, und niemand hat das deswegen geschafft, wie es aussieht. Und deswegen hast du es dir auch verdient, sozusagen diese Challenge gewonnen zu haben für das fieseste Rätsel. Und hier ist dein Preis, kommst du. Und außerdem, Kurt hat auch noch die meisten Workshop-Stunden. Also generell die meisten Vortragsstunden hast du auch geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Danke, dass du da warst. Dankeschön. Aber das Rätsel ist nicht fies. Es mag das Fieseste sein, aber es ist nicht fies. Wer die Unterlagen, die es jetzt auf der Webseite dazu gibt, sich mal durchliest, der findet die Lösung auch. Ja, guckt euch an, das ist auf jeden Fall interessant. Machen wir weiter. In meiner Liste, die ist aber sehr unsortiert, steht aber als nächstes das CTF. Ich weiß nicht, wenn jemand, wer möchte von euch vorkommen? Cool. Wir hatten nämlich auch gestern ein Capture the Flag, eigentlich bis heute, habe ich das Gefühl. Ja. Du kannst ja gerne was dazu sagen, wa? Ja. So, servus. Ich bin vom CTF, vom Team der HDA, und wir haben für euch ein Capture the Flag gemacht. Und die Challenges waren Forensik, Web und Exploitables waren auch dabei. Und es gab, muss ich meinen Zettel auskramen? Sag bloß jetzt der Zettel weg. Da ist er. So, es gab drei Gewinner. Also auf dem dritten Platz war FXRH mit 303 Punkten. Und gegen Ende lieferten sich Supervirus mit 488 Punkten auf dem zweiten Platz gegen SPQ mit 618 Punkten auf dem ersten Platz ein Rennen. Also Pokal, gibt es noch einen Pokal? Gut. Vor allen Dingen hat er auch meine Challenge gelöst, die ich selber nicht lösen konnte. Danke. Genau. Drei Stunden hat er geschlafen. Gut. Und dann wollte ich noch kurz Werbung für unser Team machen hier aus Darmstadt. Da sind auch Leute von der TU und vom CASE dabei. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut im Moment während der vorlesungsfreien Zeit dienstags vorbei. Und sonst findet ihr uns auf unserem Blog von der HDA. Danke. Ja, auch an das Brute Wars Team ganz vielen Dank, dass ihr da wart und dass ihr dieses coole CDF gemacht habt. Ich hoffe doch, wir kriegen das mal wieder hin. Nächstes Jahr zum Beispiel. Und das heißt, ihr könnt schon mal üben bis nächstes Jahr wieder. Ich habe da noch eine Sache, und zwar gab es da heute Morgen, ja, ich hatte das ja erwähnt, es gab ja verschiedene Arten von Challenges, und eine war, dass die Leute sich das hier angetan haben. Da gab es tatsächlich heute 11 Verrückte, die einen Triathlon gemacht haben, und traditionell beim Triathlon, also ich habe das vorhin noch mal jemand erklären müssen, der als erstes durch dieses Ding, wo Ziel draufsteht, rennt, der hat tatsächlich gewonnen fürs Team, und ich hoffe, es stimmt, weil es gibt noch nicht die offiziellen Ergebnislisten, aber ich glaube, Florian, wo auch immer er ist, Flokli, ich sitze immer so weit hinten, du warst als erstes im Ziel, oder? Ja, dann komm doch vor. Herzlichen Glückwunsch.
Wie gesagt, alle, die vor mir im Ziel waren, werden nächstes Jahr nicht mehr eingeladen. Neben diesen ganzen lustigen Sachen, die wir hier so gemacht haben, gibt es auch noch ganz, ganz coole Typen und Mädels natürlich auch und was auch immer ihr euch bezeichnet. Aber unter einem Namen identifizieren sich alle bei traditionell bei diesen Chaos-Events, und das ist der Name Engel. Und zwar hatten wir hier wieder eine Menge coole Leute, die das gerockt haben, ohne die das gar nicht möglich wäre. Also wir machen ja immer im Vorfeld ein bisschen was und ansonsten sitzen wir nur in diesem Hinterzimmer mit Shampoos und so, wie ihr wisst, und überlassen die Arbeit den Engeln. Und da haben wir mehrere Kategorien, in denen es Preise gibt. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge wir das machen. Wir können es chronologisch sozusagen machen. Und zwar haben wir einen Preis für den ersten Engel on-site sozusagen. Das Problem ist, der kann jetzt nicht vorkommen, weil es gerade der Kameraengel ist. Aber Oliver hat irgendwie, bringst du es ihm hinter, hat irgendwie Donnerstag ist er hier aufgetaucht und wir haben gesagt, ja, schön, dass du da bist, schlepp mal ein bisschen Zeug rum. Und dann hat er ein bisschen Zeug rumgeschleppt, so den ganzen Abend. Viel Zeug, irgendwie so eine halbe Tonne gefüllt. Und das war auf jeden Fall, das hat uns, ich möchte es nicht sagen, aber es hat uns sehr gerettet, weil wir hatten so viel Zeug. Ihr habt ja alle um den Hals hängen, ihr glaubt gar nicht, wie schwer die Gadgets alles waren in der Summe. Vielen Dank, dass du so früh da warst und uns geholfen hast. Dann neben dem sozusagen ersten Engel gibt es natürlich auch eine Wertung für den Engel, der die meisten Schichten abgeleistet hat, die meisten Stunden, der sich sozusagen zu Tode geschuftet hat und alle Arbeitszeitgesetze ignoriert hat. Und ich glaube, es waren 26 Stunden übers Wochenende. Also absolut verrückt. Und das ist T. Der kriegt dann seinen Pokal, wenn er. Ja, der kriegt seinen Pokal, wenn er wieder wach ist. Gibst du ihn bitte? Danke. Und nochmal vielen Dank von unserer Seite. Sag ihm das bitte. Danke dir. Gut. Es gibt noch einen dritten Engelpreis. Dazu kannst du vielleicht was sagen. Ja? Doch, jetzt? Nee? Moment mal, kurze Teamabsprechung. So. Und an dieser Stelle noch an dieser Stelle noch ein Dank an die ganzen anderen Engel. Die kriegen alle, die, ich glaube, mehr als 5 Stunden geengelt haben, kriegen ein T-Shirt. Die werden gerade hergestellt. Die sind dann vielleicht nach dem Closing-Event schon fertig. Vielleicht auch nicht. Wer noch nicht so viel geengelt hat und noch engeln will, wir brauchen noch ganz viel Hilfe beim Abbau. Und zwar am besten von allen von euch. Wenn das hier vorbei ist, müssen alle Stühle und Tische wieder dahin, wo sie vor der Veranstaltung waren. Deswegen hat jeder Stuhl und jeder Tisch, der sich bewegt hat, hat hinten oder unten einen Bepper drauf, wo drauf steht, aus welchem Raum der kommt. Hauptsächlich müssen Stühle aus diesem Stockwerk eins höher und die Tische, die hier ganz tolle Aufbauengel in einen unglaublich kunstvollen Stapel gestapelt haben, müssen wieder hier rein und hinten bei dem Saal genauso. Und wenn der Abbau dann vorbei ist oder sich dem Ende neigt, wird es noch einen Pokal für den tollsten und besten Abbauengel geben. Außerdem brauchen wir für die Leute, die beim Abbau und jetzt auf dem Heimweg noch was trinken wollen, für direkt hier nach noch 1 oder 2 Engel an der Bar, besser 2. Und wenn sich da 2 Engel finden an der Bar, dann wird es dort auch Mate und Volt-Cola kistenweise zum Verkauf geben, wer noch was mit heimnehmen will. Also wäre sich toll, wenn sich da einfach 2 Leute einfinden, Infotresen bei mir oder an der Bar direkt melden. Ja, ich glaube, das war's von unserer Seite. Haben wir noch irgendwas vergessen? Statistiken vom Nock? Nee, das Nock hat keine Statistiken. Das Nock muss man dazu sagen, hat Ben, den ihr kennt, Natsko, hat das
relativ kurzfristig vor der Veranstaltung sozusagen geerbt, musste sich da erstmal die ganze Technik von den Mainzern, die wir netterweise bekommen haben, einarbeiten und das hier irgendwie zusammen mit der großartigen Haustechnik, die uns immer sehr unterstützt, oder Haustechnik ist das falsche Wort, also Sergio und Steffen von der Hochschule, die auch zum Teil hier waren, haben uns halt geholfen, dass wir hier überhaupt Internet haben, dass wir überhaupt diese Räume nutzen können und alles. Und das war halt alles sehr kurzfristig und deswegen, ja, und Doxy hat ihm dann zum Glück noch geholfen. Und das hat dafür gesorgt, dass wir halt hier überhaupt Internet hatten, mehr oder weniger, manchmal. Und nein, dass es halt so gut funktioniert hat. Und deswegen, ich kann das schon verstehen, er hat sich ein bisschen überarbeitet und muss heute Morgen noch einen Triathlon laufen. Deswegen hat er jetzt irgendwie das nicht so hingekriegt, da viel rauszuholen aus den Statistiken. Wir wollten nämlich eigentlich noch irgendwie den meisten Traffic-Verbrauch oder so auch einen Preis geben, aber da haben wir jetzt irgendwie keinen sinnvollen Host gekriegt und deswegen musste das leider ausfallen, das tut uns sehr leid. Aber an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Ben und DocSteel für sozusagen die ganze Netzwerktechnik. Das haben sie, finde ich, gut gemacht. Ich hatte im Internet. Und natürlich einen unglaublichen Riesendank an das VOG, die jetzt wahrscheinlich wieder hinten in ihrem schimmligen Kabuff sitzen, Entschuldigung, in dem Video Operation Center sitzen, dass sie die ganzen Vorträge in dieser hochwertigen Qualität irgendwie sofort ins Internet streamen, dass die im Prinzip jetzt schon alle hochgeladen sind, glaube ich. Vielleicht fehlt diese Closing, fehlt noch wahrscheinlich, aber der Rest dürfte schon online stehen, das heißt, ihr könnt ja schon on demand gucken oder auf der Heimreise könnt ihr gerne noch unsere Internetleitung hier leersaugen und die ganzen Vorträge runterladen, dass ihr auf dem Heimweg, der vielleicht länger ist oder kürzer ist, noch was gucken könnt. Ich fand eine Menge tolle Vorträge. Ich komme ja leider nicht immer dazu, die zu gucken. Deswegen gerade ich profitiere sehr, sehr viel davon, dass es die online gibt. Und dann weiß ich wenigstens, was hier eigentlich passiert ist. Das ist halt das Problem. Also so geht es halt meistens in Orga auf der Veranstaltung. Da kann man leider keine Vorträge gucken. Aber ich möchte euch jetzt auch irgendwie nicht länger foltern und hier in diesem Raum halten. Ihr dürft, wie Rami gesagt hat, uns helfen beim Abbau. Es wäre großartig, gerade diese Stuhl- und Tischgeschichte ist ein bisschen nervig. Wenn aber einfach, wir sind irgendwie 300 Leute, vielleicht sind heute noch 200 da. Wenn irgendwie jeder einen Stuhl trägt, dann ist das in einer Minute fertig. Also deswegen, guckt drauf, da stehen die Raumnummern. Wir sorgen dafür, dass die Räume aufgeschlossen sind. Und dann möchte DJ Spock euch noch was sagen. Ja, wir haben hier noch, es gibt eine Lost and Found. Wenn jemand was verloren hat, wir haben zum Beispiel Elektronik in der Lounge gefunden, könnt ihr nochmal bei Lost and Found unten nachfragen. Ah, sehr gut, genau. Falls ihr irgendwas vermisst, geht mal zum Infodesk. Ansonsten danke, dass ihr da wart. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr und gute Heimreise euch allen.